Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute sind wir endlich mal wieder mit einem Update zu dem 60p-Aquarium am Start. Viel Spaß! Nach langem Warten soll heute endlich mal wieder ein Update zu dem 60p Aquascape im Büro kommen. Ja, ich hatte euch ja lange Zeit in einem normalformatigen Video das Becken nicht mehr gezeigt. In Shorts hatte ich euch so kleine Zwischenberichte gegeben. Das Hauptproblem war dieser wirklich sehr, sehr starke Nebel im Aquarium. Dieser Nebel hat insgesamt fast 7 Wochen angehalten. Wasserwertetechnisch nichts nachweisbar. Der Sand, meines Erachtens, tipptopp ausgewaschen. Bakterienblüte, normalerweise nach, ich sag mal, allerspätestens 4 bis 5 Wochen auszuschließen, aber es wurde gefühlt eher schlimmer als besser. Einer von euch hatte die entscheidende Idee, die am Ende geholfen hatte, das war der liebe A.B. Danke auch an der Stelle nochmal. Der hat einfach vorgeschlagen, dass ich mal ein Aquael Pet Mini mit so einer Sierra L300 Patrone reinklatschen soll. Ihr kennt meine Becken, sowas habe ich immer auf Kante liegen. Ich dachte mir, zu verlieren habe ich nichts. Klar sieht es erstmal nicht schön aus, wenn da ein Aquael Pet Mini drin hängt, aber es soll ja erstmal das Problem lösen. Im ersten Moment war so mein Grundgedanke, okay, eigentlich ist das Vlies, das du in den Juwel Bioflow gepackt hast, ja noch feiner als so eine L300 Patrone. Ich sag mal, die Sierra L300 Patrone, die müsste irgendwo so bei 45 ppi in dem Dreh angesiedelt sein. Auf der Herstellerseite habe ich jetzt keine direkte Angabe dazu gefunden. Ja, dementsprechend halt mal probiert. Die ersten 1-2 Tage noch so das Gefühl gehabt, okay, gut, es tut sich ein bisschen was, aber wir machen hier keine Quantensprünge. Mein Notfallplan, das wäre so wirklich das Letzte, was mir noch eingefallen wäre, wäre das Thema UVC-Klärung. Da hatte ich mir auch von Sierra einen recht kleinen Innen-UVC-Klärer organisiert gehabt. Das wäre dann praktisch Plan Z, wenn man so sagen will, noch gewesen. Ich habe ja vorher wirklich so ziemlich alles probiert. Klärmittel für Schwebstoffe, Feinvlies, Sea Champurigen hat nicht geholfen, das wird ja oft als Allwunderheilmittel beschrieben, starke Wasserwechsel mehrmals die Woche, nichts. Naja, auf jeden Fall so die ersten 2-3 Tage rum mit der Patrone. Ja, und auf einmal konnte man etwas Licht am Ende des Horizonts sehen und nach so circa 8-9 Tagen würde ich sagen, das Wasser glasklar, also wirklich kristallglasklar. Da kannst du durchgucken wie durch eine Fensterscheibe. Ja, hat funktioniert, hängt auch immer noch drin. Dazu erkläre ich aber gleich noch was und ich würde sagen, wir gehen mal rüber ans Aquarium. So, das wäre einmal der unverblümte aktuelle Stand. Aktueller und unverblümter Stand heißt, vor circa 1,5 Wochen den letzten, ja, so 40-prozentigen Wasserwechsel gemacht. Kein runtergefallenes Laub in Anführungsstrichen rausgeholt, Scheiben nicht geputzt, also dass ihr wirklich einen Eindruck bekommt, wie es jetzt gelaufen ist mit dem Pet Mini, ohne irgendwelche Manipulationen zusätzliche. Ja, ich würde sagen, anhand der Aufnahmen könnt ihr schon erahnen, das Wasser ist glasklar. Ich weiß nicht, ob ich hier hinten, sieht man das? Ja, also, ne? Das ist klar wie eine Fensterscheibe, da kann man echt nicht meckern. Man sieht natürlich auch die nächste Thematik, die wir angehen müssen. Sehr viele Mangelerscheinungen bei den Pflanzen. Man sieht es gerade auch viel bei der Wayfield Green, bei der Bucephalantra hier, als auch die Hygrophila. Klar, die sieht jetzt erstmal pink aus, auch die Lagenantra, aber wenn man die richtig düngt, kriegen die wirklich so einen richtig, richtig schön dunklen Ton. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Licht zusammen. Und da, das soll praktisch dann so im nächsten Step, als nächstes großes Update, kann ich schon mal verraten, ein Thema werden. Da haben wir dementsprechend auch sehr professionelle Ausrüstung von JBL bekommen. Unter anderem, ich wollte eigentlich nur 1-2 Tests, JBL hat es wieder ein bisschen gut gemeint, haben wir hier einen kompletten Testkoffer für alle interessanten Nährstoffe, Pflanzenbereich, also auch Thema pH-Wert und ähnliches. Können wir alles einmal durchchecken und das komplette Düngeprogramm, das ProScape-Düngeprogramm von JBL habe ich jetzt auch zur Verfügung. Und da checken wir praktisch komplett durch, was brauchen unsere Pflanzen, wo haben wir vielleicht ein bisschen Mangel im Aquarium, wo müssen wir aufstocken, gucken mal über 2-3 Wochen, was wird, wie stark überhaupt verbraucht, wie muss man auf die Dauerdüngung dann dementsprechend reagieren. Da nehme ich euch dann mit und möchte euch das Ganze dann auch Step für Step praktisch zeigen können. Ja, was für einen wunderschönen Besatz habe ich mir jetzt überhaupt zusammengestellt, beziehungsweise über längere Zeit geplant und
wie jetzt schon seit Wochen festzustellen ist, dass es sehr gut funktioniert. Der erste Besatz bzw. der erste Schwung waren einmal Corydoras habrosus, also der marmorierte Zwergpanzerwels, und Ottocinclus necros. Der Necros, Orgide Harnischwels wird er oft auf Schildern bezeichnet, aber ich glaube Necros Harnischwels, irgendwie sowas in der Art. Von den Panzerwelsen war es ein 14er Trupp und von den Ottocinclus Necros waren es 10 Stück. Ich tue euch zwischendrin mal wieder ein paar Aufnahmen mit reinstellen. Die Necros hatte ich tatsächlich schon mal im Fluraquarium gehabt. Die hatten sogar Nachwuchs bei mir bekommen, was wohl recht selten zu sein scheint. Bin ich mal gespannt, wie sich es auch in dem Becken jetzt hier verhält, weil in dem Fluraquarium, wo sie drin waren, hatte ich nicht wirklich was dazu beigetragen. Und ja, die Corydoras, die fühlen sich auch pudelwohl, vor allem mit dem feinen Sand. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das war mir auch wichtig, dass es wirklich ein Sand ist mit einer Körnung, den sie auch wirklich gut durchwühlen können. Das funktioniert tadellos. Das war der erste Schwung. Dann zwischendrin sind noch eingezogen Sundar Danio Axelrodi oder wie ihn viele auch kennen, Axelrod Sperbling in der Variante Blau. Da gibt es wohl auch noch andere Farbvarianten. Waren schon immer, beziehungsweise ich habe schon immer mit denen geliebäugelt. Ich sage aber auch ehrlich dazu, ich hatte ursprünglich tatsächlich einen anderen Besatz geplant, und zwar Moskito-Berblinge. Da hatte ich es aber mit Herr Rohleder von dem Zooladen hier bei mir um die Ecke, wo ich immer hinfahre, mal drüber gehabt. Und er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass die recht zickig sind, was warmes Wasser angeht. Also im Idealfall eigentlich 22 Grad und unten drunter. Deswegen hatte er sie auch nicht mehr so oft in der Anlage, weil letztendlich die Kundschaft wohl auch keine gute Erfahrung mitgemacht hat. Stimmt Tatsache, also konnte ich online auch so nochmal nachrecherchieren und dann habe ich dementsprechend überlegt, okay, meine Idee war ja hier nur Nanofische einzusetzen, um den Scale von dem Aquarium ein bisschen mehr rauszubringen. Logischerweise, wenn du nur einen sehr kleinen Besatz hast, beziehungsweise Tiere, die halt sehr, sehr klein sind, wirkt das Becken, die Landschaft auch an sich größer. Da war ich halt überlegen, Mikroasporas, Rasporas-Richtung, hatte ich ja fast schon alles irgendwo in der Anlage mal hier in irgendwelchen Becken gehabt. Und ja, dann war halt die Überlegung, was passt gut zu den Wasserwerten, was bringt vielleicht auch ein bisschen Kontrast rein. Und ich muss sagen, ihr seht es ja hier schon, das Blau kommt einfach verdammt gut. Klar, die Daytime Onyx trägt auch noch ihren Teil dazu bei. Die hat ja auch wirklich blaue LEDs mit drin. Das pusht das Ganze nochmal. Aber was für ein Farbspiel bei einem Fischen, das ist echt genial. Sehr interessantes Verhalten, wenn sie, sag ich mal, wenn Futterzeit ist. Es gibt immer im Wechsel einen Tag gefrorene Zyklops und dann praktisch am nächsten Tag von JBL Pronovo die XXS-Variante, also sehr, sehr fein granuliertes Futter. Und da tauchen sie wirklich sehr, sehr gut als Schwarm auf. Fressen auch wirklich als Schwarm zusammen, aber wenn man sie jetzt so im Tagesverlauf sieht, sind sie eigentlich spitzfidel überall im Becken unterwegs. Das war ein 20er Trupp, da wollte ich dementsprechend auch einen großen Starttrupp für haben. Und dann sind vor circa jetzt, ich muss lügen, ich glaube 4 Wochen vor der Aufnahme, die ihr jetzt seht, circa nochmal blaue Saphir-Garnelen, also Neocaridina Davidi in der blaue Saphir-Variante eingezogen und ein paar Rennschnecken vom lieben Nils von Schwimmliebhaber. Da bekommt ihr am Ende vom Video auch noch einen Rabattcode von mir eingeblendet. Da kriegt er mal wieder Rabatt in seinem Shop. Ja, die haben sich auch sehr gut eingelebt. Hier Tatsache sogar der Fall. Das waren, ich will nicht lügen, ich glaube 14 oder 16 Tiere. Aktuell 3 Weibchen tragend. Vermutlich eine Woche vorm Wurf. Also da wird es bald ziemlich abgehen in dem Becken. Da kann ich euch dann wahrscheinlich auch in der Düngereportage dann mal ein bisschen was noch zum Nachwuchs zwischendrin zeigen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video werden. Ja, die original pinken Posthorn-Schnecken sind noch ein paar drin, nur sehr kleine Tiere. Die größeren sind wohl altersbedingt jetzt nach und nach eingegangen. Also wir haben nur noch, sag ich mal, so Tiere so um die 1 bis 1,5 cm drin, was ja jetzt nicht zwingend so groß ist für pinke Posthorn-Schnecken. Gesalzen, das wird wahrscheinlich auch als Frage bei euch auftauchen, wird das Ganze noch mit GHKH Plus. Allein aus dem Punkt Neocaridina Davidi. Ich war anfangs überlegen, ob ich hier ein GH Plus Setup fahre, also ein Bienen Setup, habe mich aber ja, recht zügig dagegen entschieden, dass ich wirklich sage, okay, ich wollte in den Neocaridina Bereich, habe ich auch letztendlich die besseren Erfahrungen gemacht, gerade in Gesellschaftsbecken, bei Bienengarnelen. Klar, die sind jetzt nicht viel kleiner als normale Neocaridina, aber das kann stellenweise doch schon nochmal ein bisschen zickiger laufen, gerade auch was das Thema Nachwuchs angeht.
Und man sieht es ja bei den Redfire Sakura beim Gesellschaftsbecken, da gibt es Nachwuchs ohne Ende, obwohl da wirklich so viel Fressfeinde in den Becken an Fischen zumindest unterwegs sind. Das wäre zumindest das Thema Besatz. Dann weiter halt das Thema mit dem Pet Mini. Ich werde den Pet Mini jetzt noch circa eine Woche drin lassen als Übergangsphase. Ich habe in dem Bioflow-Filter nochmal was mit dem Setup geändert. Ich habe nochmal einen anderen Schwamm mit rein. Da will ich jetzt die Übergangsphase ein bisschen noch mit dem Aquail Pet Mini puffern. Der soll wieder rausfliegen. Ich glaube, ich brauche euch anhand der Aufnahmen nicht zu sagen, dass das maximal beschissen aussieht. Vor allen Dingen, die Tage wird es jetzt wieder ein bisschen wärmer bei uns und ich habe hier jetzt an der Seite nur eine Steckdose zur Verfügung, die würde ich halt im Idealfall wieder für den Dymax-Lüfter nehmen, der da dran hängt. Und ja, dementsprechend, der kommt natürlich wieder raus, dass wir hier auch wieder diese freie Zone haben. Das war ja wirklich Sinn, dass wir hier wie so eine Böschung haben, die hochgehen. Das ist mittlerweile auch nahezu so gewachsen, wie ich es mir erhofft hatte. Die Hygrophila, klar, wir brauchen nicht drüber zu reden, das Becken, das muss definitiv zurückgeschnitten werden. Das sieht man. Ich wollte euch nur jetzt halt mal in dem Ist-Zustand zeigen, wie es jetzt nach diesem Thema ist mit trübendem Wasser. Düngetechnisch ist bisher im Prinzip nur so ein Basic-Dünger reingekommen, Plant Elixir Basic in dem Fall. Da ist natürlich bei weitem nicht alles jetzt abgedeckt, was die Pflanzen spezifisch für ihre Art haben wollen. Deswegen gehen wir da wirklich an die Feindüngung, also in den einzelnen Bereichen. Nicht nur NPK zum Beispiel als Kombination, sondern dass wir wirklich Nitrat, Phosphat und Kalium einzeldüngen, gegebenenfalls auch noch Magnesium, FE und so weiter. Das machen wir dann aber wirklich in einem anderen Video. Da ist dann der Plan wirklich, vorher nochmal einen großen Wasserwechsel zu machen, einmal alles so weit zurückzuschneiden, wie ich es gern haben möchte, beziehungsweise wie es halt für die Pflanzen hier Wachstum förderlich ist. Und dann starten wir voll in die Düngung rein und gucken mal, was wir da noch rauskitzeln können. Die Bucephalantras blühen wieder ohne Ende. Das fasziniert ja immer viele von euch, warum das bei mir funktioniert. Ich kann bis heute sagen, es funktioniert in Becken, die komplett ohne Düngung sind. Es funktioniert auch in Becken mit Düngung. Es funktioniert gefühlt in Becken mit hellem, sehr hellem Licht, mit schwachem Licht. Ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen so das Thema Farbspektrum bei den Lampen, die da ein bisschen was vielleicht rauskitzeln. Aber hier haben wir pro Tag fast 3-4 Blüten, die aufgehen. Am nächsten Tag geht es genau wieder so von vorne los. Ja, das ist praktisch dann der Folgeplan. Ansonsten jetzt keine großen Änderungen mehr in den Becken geplant. Was auch sehr gut mit dem Bioflow funktioniert, das muss ich mal feststellen, ist oben einfach dieser Einlaufschacht. Also ein Skimmer können wir uns bis dato zumindest hier nahezu komplett sparen. Es ist hier und da mal ein bisschen Karmhautbildung, aber stellenweise gefühlt nach ein paar Stunden wieder komplett weg. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall diese in Anführungsstrichen Skimmerzone, wo die Wasseroberfläche auch ein bisschen abgezogen wird, dann im Fließ, das funktioniert schon wirklich gut. Wasserwerte werden vielleicht auch noch einige von euch interessieren. Ich sage ehrlich und offen, ich tue nicht alles messen. Der Leitwert aktuell ist ca. auf 360 eingestellt. Auch beim Wechselwasser tue ich das dementsprechend dann angleichen. Von selbst erhöhen nicht wirklich. Also ich sage mal, wenn ich anderthalb Wochen keinen Wasserwechsel gemacht habe, ist er so bei 375. Also auch das Ausbluten von den Steinen scheint jetzt mal durch zu sein endlich. Toi, toi, toi. pH-Wert liegt aktuell bei 6,8, was noch sehr gut unterwegs ist für in Relation dessen, dass wir keine große Sollmenge haben zur Beckenmasse hin, weil es ist ja letztendlich nur in diesem Steintopf hier oben was drin. Ansonsten haben wir ja kein Soll in den Becken verteilt. Der KH ist circa bei 3 eingestellt, der GH so bei 5, 5,5 über den Daumen gepeilt. Da können wir dann aber auch nochmal in dem Video mit dem Thema Düngung gucken. Mehr messe ich auch ehrlich gesagt nicht. Die Durchschnittstemperatur im Tagesverlauf liegt so circa bei 24,5 bis 25 Grad, was auch im Idealbereich ist. Also bis auf die Aktion jetzt wirklich mit dem Nebelwasser würde ich behaupten, wenn die Düngung dann eingestellt ist, ist das Becken wieder so ein absoluter Selbstläufer. Problemfälle im Moment gar nichts drin. Wie ihr auch seht, algentechnisch wirklich überhaupt nichts drin. Da merkt man halt wirklich, dass die Pflanzenmasse so ziemlich alles aus dem Becken an Nährstoffen zieht, was irgendwie geht. Also ich habe mir letztens eingebildet, dass ganz leichte Grünbelege auf den Scheiben waren, aber ihr seht es ja selbst auch, da ist gefühlt gar nichts drauf. Ja, das soll es praktisch jetzt für den aktuellen Stand erstmal in dem Update gewesen sein. Ich denke, jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage, wo wir drauf aufbauen können. Gerade das Thema Düngung und vielleicht noch ein bisschen die Bepflanzung anzugleichen. Sprich, Thema auch Rückschnitt da ein bisschen zu gucken. Mir kommen zum Beispiel auch die Bucephalantras hier vorne schon fast ein bisschen zu stark raus, wobei das auch wieder Thema Geschmackssache ist. Ansonsten haben wir ja wirklich diesen wunderschönen Hangübergang, so wie ich es geplant hatte. Also das ist wirklich super aufgegangen. Aber das wäre der aktuelle Stand der Dinge. Besatz, quietschfidel unterwegs,
bei den Garnelen einiges an Nachwuchs demnächst unterwegs. Ich bin mal gespannt, ob sich bei den Fischen vielleicht noch was tut. Ich lege es nicht drauf an. Ich sage auch ganz ehrlich und offen, wenn irgendwas Eier legen sollte, entweder wird es was im Becken. Ich werde mir da jetzt keinen Aufwand machen mit irgendwie einem Brutkasten oder Ähnlichem. Wie bereits erwähnt, das hat auch damals bei den Otto Zinklus so im Becken funktioniert. Klar, hier sind jetzt vielleicht auch andere Fressfeinde unterwegs. Aber wir gucken uns einfach mal an und lassen es als wunderschönes kleines Biotop-Aquascape laufen. Ja, das soll's für den heutigen Stand mit dem Büro Aquascape, 60p Aquascape. Wir müssen uns mal auf den Namen einigen gewesen sein. So kann es weitergehen, würde ich sagen, im Becken mit dem Besatz. Wie gesagt, bin ich absolut happy. Die Farbenpracht bei den Fischen und den Garnelen, finde ich, ist eine sehr gute Ergänzung zu den rotlich-grünen Pflanzen. So ein Blaukontrast mit drin, das kommt schon echt gut. Ich war so im Nachhinein noch überlegen, irgendwas Gelbes wird vielleicht noch fehlen. Muss ich mal gucken, was da vielleicht noch reinpassen würde. Aber so Stand, wie es jetzt ist, soll es erstmal laufen, soll es erstmal bleiben. Vielleicht noch zwei, drei reinschnecken mit dazu. Aber das wäre dann eher wieder Richtung Feintuning bzw. Ergänzung. Ja. Und dann gehen wir als nächsten großen Step mal richtig professionell das Thema Düngung an. Düngung habt ihr so in dem Format bei mir noch nicht wirklich mitbekommen. Ich werde ja oft gefragt, ja, hier hinten sieht es so gut aus, was machst du denn da überhaupt? Alle 6 bis 7 Monate mal ein paar Düngetabletten im Boden, ansonsten das Ding kriegt gar nichts. Da drüben, wir haben Pflanzen mit deutlich höheren Ansprüchen als jetzt hier Thema Anubias, Singapur-Moos, Java-Farn. Das frisst ja nichts, wenn man so sagen will, oder fast nichts. Ja, da gehen wir dran, da kriegt ihr ein eigenes Video zu. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern, logischerweise. Man will ja auch einen Vergleich haben, beziehungsweise ich will euch in dem Video auch Ergebnisse zeigen können. Logischerweise, wenn ich Dünger reinkippe, siehst du nicht nach 3 Tagen sonderlich großes Endergebnis. Ja, ansonsten, der liebe Nils, Namensvetter von Shrimp-Liebhaber, hat mir für euch einen schönen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Den tue ich euch gerade mal hier unten einblenden, damit erhaltet ihr in seinem Shop bei einer Bestellung auch nochmal einen saftigen Rabatt. Gerne vorbeischauen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Becken, ob ihr vielleicht auch schon mal was mit so wirklich einer sehr, sehr langen Milchig-Wasserphase gehabt habt, was es vielleicht bei euch am Ende war. Wie gesagt, ich bin bis zum Schluss ganz ehrlich und offen nicht wirklich schlau draus geworden. Für eine Bakterienblüte war es mir zu lang und die Wasserwerte waren definitiv meines Erachtens zu stabil. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, auch wie ihr das Becken findet. In diesem Sinne, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis dann.